Hallöchen, meine Lieben. Nicht wundern, mecker, mecker, mecker wahrscheinlich viele. Das ist alles meine Wäsche, die ich eigentlich heute bügeln wollte, aber es psychisch heute nicht geklappt hat. Heute war ein ganz, ganz komischer Tag. Ist ein ganz, ganz komischer Tag. Das ist ja noch hell draußen. Deswegen habe ich die Kamera auch wieder auf meinen Tisch gestellt. Wir haben es jetzt 7:45 schon. Und ja, heute war, ich weiß nicht, wie gesagt, ein komischer Tag. Ich hatte die Tage schon, so ist es nicht, dass ich jetzt hier, dass ihr denkt, hier, ich habe hier meine PMS, wie das da heißt. Nee, das ist es nicht. Es ist jetzt Ende der Tage, also ja, ist halt so. Und ich hatte so Süßigkeiten-Drang. Und ich habe es einige Tage lang richtig gut mit Wassereis, selbstgemachten Wassereis, was kann ich ja jetzt selber machen, in dem Sinne kann ich es einfach in die, Gefrierfach packen. Aber es hat nichts geklappt und ich musste jetzt nochmal los nach Lidl und habe jetzt nicht so schöne Sachen eingekauft, aber auch in Ordnung Sachen. Genau, also Eis. Aber keine Süßigkeiten an sich jetzt, also an den Süßigkeiten ist klar, ist Eis auch eine Süßigkeit, aber halt nichts Festes, so eine Art, wie ich das nennen, was er möchte. Aber halt keine Schokolade, keine Gummibärchen oder sonst was. Das jetzt nicht, aber auch nicht keinen guten Einkauf. Wo ist denn der Rest jetzt? Das ist das? Das ist das? Da, ja gut. Also, das zeige ich euch mal kurz. Auch mal einen Live-Test machen wir gleich zusammen. Also. Nebenbei schaue ich Fußball, also nicht wundern. Und nachher, wenn ich es fertig habe, werde ich nicht gleich essen, sondern gleich wieder mich auf mein, hier hinten steht das, mein Laufband. Gut, das hält eigentlich 20, 30 Kilo weniger aus, als ich wiege. Also ich wiege 30 Kilo mehr, als es aushält. Aber es ist bisher noch nichts passiert. Ich habe jetzt 2, 3 Jahre. Ja. Aber trotzdem habe ich jetzt so ein bisschen den Mut, oder den Mut nicht, die Lust, ist das besser, die Lust, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Heute, ne? Heute. Morgen kann noch was anderes sein. Wie gesagt, danach, wenn ich jetzt fertig bin, hier mit zeigen, dann wäre gerne, mache ich das Sport. Nebenbei schaue ich dann wieder meine Lieblingsserie EastEnders, weil es ist jetzt nämlich so wieder, dass es, es gab vor der Olympischen Spiele und davor war ja die EM und in der Zeit, glaube ich so 4, 5, 6 Wochen ungefähr, 2 Monate ungefähr, war das so, dass man die Serie vorschauen konnte in England und die haben das in YouTube hochgeladen und ja, ich war halt so, ich hatte keine Lust zu warten, manchmal kam die Serie erst um 22.30 Uhr, war, ne, da bin ich schon manchmal im Bett schon, echt, ja, und ja, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ist es wieder normal, dass man sie wieder normal schauen kann, also nicht im Internet, sondern nur, also im Internet, in diesem Sinne über YouTube nachschauen kann, sondern nur noch wie sonst auch, ne, und das ist jetzt heute um 21.05 Uhr wieder, wie normal auch, und deswegen, ja, ist auch scheißegal, ne, aber gut. Sushi Box habe ich gekauft, ja, was für ein Style, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, Isoko Style oder wahrscheinlich was, ja, das, ne, das andere waren halt mit so Körnerchen da drinne. Genau, dann haben wir hier. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Es ist auch, hat viele Kalorien. 100 Gramm haben wir schon 500 Kalorien, ist mir schon klar. Aber man muss ja jetzt nicht die ganzen Packung essen. Chorizo. Und zwar die milde Variante ist auch besser so. Die scharfe ist wirklich scharf. Dann haben wir hier so kleine Snackwürstchen reduziert. Kann man ja auch einfrieren. Jetzt kann ich es einfrieren. Ja, das haben wir hier. Dann haben wir hier jetzt, das werde ich gleich machen. Hot Hähnchenbrustkeulen, diese Drumsticks, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ne? Aber ja, hier mache ich gleich. Sonst, warte mal, was wollte ich denn jetzt sagen?
Ach, mit mein WW, Weight Watchers, Kalorien zählen, dieses Aufschreiben. Ich bin nicht zu faul dafür, dazu, das alles aufzuschreiben und abzuwiegen. Da bin ich ja nicht zu faul dazu, aber ich sehe das, möchte das gerne nachhaltig sehen. Also möchte ich mein ganzes Leben lang das dann abwiegen, auch wenn ich jetzt mal schlank sein sollte oder Normalgewicht haben sollte, irgendwann mal in ein paar Jahren. Will ich das mein ganzes Leben lang abwiegen? Und oder nicht. Und eigentlich will ich das nicht, deswegen versuche ich jetzt so zu schätzen, aber es wird, mal gucken. Wird auch nichts, aber Entschuldigung. Da habe ich hier Mini Schinken, Mettwurst, das ist auch nicht gut, ist auch klar. Dann hier haben wir hier so einen High Protein Salzkaramell Quarkriegel. Das war im Kühlschrank. Im Kühlregal. Und das werden wir jetzt mal selbst, also hier, ich werde es mal probieren. Vorlauf vor der Kamera. Manche mögen es, manche nicht. Also, habe schon im Internet mal geguckt. Okay. Geschmackssache. Gar nicht so schlecht. Der erste Biss war so ein bisschen, aber das geht jetzt. Salzkaramell merke ich jetzt nicht daraus, ne? Möchte nicht kratzen, nicht kratzen! Oh Gott, das wäre. Diese Katze, die kratzt überall. Ich muss überall irgendwie was vorhängen, damit die das nicht kratzt. Aber ja, was soll man machen, ne? Drüber streichen. Ja, ja, genau. Mäuschen, ist doch gut jetzt. Das ist wieder 5 Minuten wieder, ne? Ja, ich habe jetzt Eis gekauft. Und zwar extra dark. Schmeckt richtig geil. Also das habe ich schon mal gekauft. Letzten Montag, genau. Das ist schwarze Schokolade. Schwarze. Doch. Dunkle Schokolade. Außen und innen. Und innen sieht richtig, also schmeckt richtig geil. Dann habe ich jetzt noch nie gegessen, aber hört sich lecker an. Joghurt, Himbeer. Ja, genau. Und dann kommen wir jetzt zum Schluss noch. Wassereis. Und zwar war hier Waldmeistergeschmack. Erdbeer. Und einmal Mango, Orange, Maracuja. Schmeckt auch beides sehr, alles gut. Erdbeer weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber der Rest war sehr lecker. Meine Lieben, ich werde jetzt Sport machen und was alles wegräumen. Bis gleich.
Hallöchen, meine Lieben. Wird das verkratzt hier? Nee. Ja, wir sind ja gerade bei Ikea. Die anderen beiden, oder anderen drei, vier, sind auf jeden Fall noch irgendwie, wie heißt es, das Essen, ein Hotdog. Möchte ich jetzt nicht so gerne essen, deswegen bin ich jetzt schon mal hier. Und ja, haben wir schon vier Sachen eingekauft. Das zeige ich euch gleich in dem, im Hall. Genau, meine Lieben. Das ist glitzert hier so. Das ist hier mein T-Shirt. Genau. So, die Kamera ist wieder schief gefühlt, aber ist auch nette. Ich bin wieder zu Hause, meine Lieben. Ich war mit meiner Mutter, meinem Bruder und unserer Freundin, die Mutter und sie, waren wir in bei Ikea. Und ja, das ist einmal im Jahr höchstens, wenn überhaupt. So, da waren wir heute, wie gesagt, und da zeige ich euch jetzt mal den Ausmaß, was wir eingekauft haben, und was sagt ich. Hier so Klemmen für den Beutel zumachen, genau. Ach ja, genau. Dann zwei Teller, kleine Teller, weil die sind immer sehr schön, die sind blau. Das sind, die haben Macken, also hier drin ist so eine ganz kleine Wölbung, also eine ganz, ganz kleine. Also wenn wir mit einem, ja, so einem ganz, ganz kleinen Mäckchen, Macke. Und hier auch. Und deswegen haben sie die Hälfte gekostet. Da habe ich zwei kleine Teller. Weil ich habe nämlich schon noch, so einen Teller habe ich nämlich noch. Aber da ist die Ecke schon ganz, ganz bisschen eingerissen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Genau. Naja, auch egal. Sonst habe ich hier ein Kissen. Zum Schlafen, ne? Und ja, weil meins ist schon ein bisschen, ich habe es rausgenommen. Also man kann ja halt dieses Innenleben nicht waschen, sondern halt die anderen Sachen, die da so dran sind. Und ja, jetzt habe ich gewaschen und dann ist ja halt das Innenleben halt leider irgendwie kaputt gegangen. Frag mich nicht wie. Ja, so. Hier habe ich noch eine Bürste, also keine Haarbürste, sondern eine zum Spülen, zum Abwaschen. Dann habe ich hier eine Schüssel in, das ist blau, ja, so dunkelblau, fast schwarz, ja, so ganz dunkelblau. Das soll so eine Bowl-Schüssel werden, genau. Oder auch eine Schüssel, ja. Hier habe ich eine Fusselrolle, die ist sehr, sehr wichtig. Wenn die Katzen, es ist einfach ein bisschen blöd, das zu trinken. Dann haben wir hier so Schwämme zum Duschen. Genau. Also wenn man nicht duscht, also Schwämme. Dann haben wir hier einmal ein Tomate-Mozzarella-Vollkorn-Toastbrot. Dann haben wir natürlich, wenn man nach Ikea fährt, also wie ich zumindest, immer Kerzen. Und hier haben wir einmal Kirsche, die roch sogar aus, von der Maske aus. Gut. Hier haben wir Kirsche, dann haben wir hier Apfel. Manchmal riechen die ja von sich nur, wenn man sie anmacht, nicht mehr, sondern nur, wenn sie aus sind. Aber ja, dann habe ich hier so Beere, Waldbeere. Ja. Dann Rhabarber. Das riecht jetzt nicht so intensiv, aber halt das das Design von der, ich hoffe, ja, nicht, dass es nur die Verpackung ist und dann ist es weg. Nein, das Glas sieht auch so schick aus. Dann ist hier mein Handy. Das habe ich jetzt nicht neu gekauft. Hier haben wir noch ein Glas. 40 Cent hat das gekostet. Und ich habe nur eins genommen, sicherer. So. Was ist das denn hier? Achso. Hier ist noch so
Bio-Rhabarber-Getränkkonzentrat. Okay. Ja. Habe ich jetzt nicht gekauft, aber gut. Hier haben wir noch die andere Bürste. Die gehört meiner Mutter eigentlich, aber bringe ich nächstes Mal mit. Und dann habe ich hier viermal solche kleinen Teelichterbehälter. Weil ich habe noch einige Teelichter hier. Genau, das war jetzt alles, was ich jetzt bei Ikea geshoppt habe. War jetzt nicht allzu viel, aber ich brauche die eigentlich. Manchmal braucht man halt gar nichts bei Ikea. Aber trotzdem hat man dann ein bisschen Krimskrams in der Tasche. Genau, habe ich, ja, es hießen halt nur noch die Rechnung und halt noch die anderen. Ich habe es viermal, das hat 25 Cent gekostet, diese kleinen Pöttchen hier. Und fand ich ganz süß. Genau. So, meine Lieben. Dann weiß ich jetzt gar nicht, was ich erzählen soll. Von daher, bis gleich. So, Hallöchen, meine Lieben. Nächsten Tag. Wir haben es jetzt heute Donnerstag. Und ich habe gedacht, ja, ich mache mal so eine ganze Woche Vlog. ja. Und zwar war ich kurz bei Kaufland. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich war einfach da. Expressreis Basmati für die Mikrowelle. Ja. 250 Gramm. So. Dann war im Angebot, aber sonst hätte ich es auch nicht gekauft. Tomatensnack. Nee, Knorr. Diese 5 Minuten Terrine Tomatensauce. Also Nudeln mit Tomatensauce. Hm. Hier habe ich einmal 8 Kräuter, frisch vom Feld, streufertig und fein gehackt. Ja. Dann habe ich zweimal wieder mein heiß geliebtes Rindercarpaccio. Zweimal. Dann so eine Wurst, die soll hat weniger Fett und mehr Geschmack. Das gibt es nur bei Kaufland. Also das ist so eine Bratwurst. Die werde ich einfrieren, weil die fast schon abgelaufen ist. Von daher, ja. Ich kann ja jetzt einfrieren. Von daher habe ich hier, ach ja, Senseo Cappuccino. Einmal Typ Schoko. Und einmal normal irgendwo hier drinnen. Ach so. Warte mal, ich hatte auch im Sitz noch was drin, ne? Echt? Ja, okay, im Sitz noch was drin, ne? Hol ich gleich noch mal raus. Echt? Ja, gut. Hier habe ich so Sonntags Teewurst, nicht, sondern Leberwurst. Dann habe ich hier Teewurst, genau, das ist Teewurst, genau. Bin ich gerade ein bisschen verdutzt, dass ich das echt. Dann habe ich hier Tomato Pesto, also Pesto Rosso, so. Dann habe ich hier hinten noch einmal Erdbeeren, genau, und einmal Brötchen. Und ja, da habe ich unten wahrscheinlich noch was, also in meinem Roller, weil sonst hätte ich normalerweise zweimal diese, wo ist das da? Ja, ist auch egal, meine Lieben. Diese Senseo, genau. Aber es waren ja auch mehr eigentlich, was ich eingekauft habe, oder? Ich guck nochmal. So, ich bin wieder oben. Ich hatte noch was im Rollersitz. Unter dem Rollersitz. Puh. Und zwar die Cappuccino-Pads. Ganz normal. Dann hatte ich noch Bananen. Wie viele? Hier sind es 3, 4, 5 Bananen habe ich hier noch. Und hier habe ich mal wieder selten, aber süß und kernlose helle Weintrauben.
selten, dass ich das kaufe. Und das Einzige, also das, was am teuersten war von allen, und zwar, klar, man kann es auch selber machen, eine Sprühdose nehmen und Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl da reinpacken und das dann sprühen. Aber ich habe mir einmal was gegönnt. Also das ist so ein Spray, dass man das halt an die Pfanne packen kann und dass es dann nicht mehr so viel Öl oder Margarine ist. Genau, das finde ich nicht ganz schlecht. Finde ich cool. Ich probiere es mal ob es schmeckt. Genau. So. Ich habe heute Nacht das erste Mal auf meinen neuen Kissen geschlafen. Erst habe ich gedacht, ach du, das ist sehr hoch oder ganz kurz unangenehm, aber es ist schöner. Es ist angenehmer, auf jeden Fall, deutlich. Ja, sonst habe ich gestern, familientechnisch ist etwas passiert. Das ist jetzt familientechnisch, also das ist jetzt nicht meine engste Familie, wie nennt man das? Also jetzt nicht meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, darum geht es jetzt nicht, sondern ein anderes Familienmitglied. Geht es zur Zeit nicht so gut, aber es wird auch schon wieder, Genau. Sonst habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Ich werde natürlich wieder Sport machen, dann nehme ich euch jetzt, glaube ich, nicht mit, weil das ist das gleiche wie das letzte Mal. Einfach nur auf dem Laufband was machen, 10 Minuten. Dann mache ich irgendwas mit den Armen, so oder ne, irgendwie was mit den Armen. Und danach gehe ich wieder 5 Minuten auf dem Laufband. Oder halt 10 Minuten, kommt darauf an, wie lange meine Lieblingsserie kommt. Und es kommt auch darauf an, ob jetzt mein Lieblingspärchen, also Ben und Callum, dabei sind. Und dann nicht, wenn die dabei sind, höre ich auch ganz kurz auf und gucke mir das an, weil sonst, ja, und sonst, ja, meine Lieben, jetzt höre ich auf zu quatschen, glaube ich. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis morgen, mal gucken. Give me just a little smile. That's all.